Guten Morgen vom Sportplatz des Grauens. Wir fahren jetzt zum Raiffeisenmarkt und kaufen ein paar Sachen, denn wir haben uns überlegt, so ein bisschen kann man den Fußballplatz vorbereiten, dass zumindest die Jugend spielen kann. Wir sind nun beim Raiffeisenmarkt und werden uns eindecken mit nützlichen Sachen. Moin. Hallo. Gibt's auch geilen Kram, ne? Da strahlt das Platzbad jetzt. Was brauchen wir hier? Frühbeet-Vlies. Ist die letzte Rolle? Oh. Das hat die richtige Größe. Junge, Junge, Junge. Da kannst du schier Meters mitmachen. Ja, mit. Kannst du Rolle einpacken. Spende. Hinlegen und dann. Ah, 1907, dein Geburtsdatum. Ja, guckt euch mal die geilen Schubkarren an. Mögt ihr das auch so gerne? So stöbern, so Handwerkskram und Garten und so. Das ist das Geilste überhaupt. Ui. Das würden wir nicht hinkriegen. Nee. Du würdest das garantiert nicht hinkriegen. Doch. Ja, schneide ich den Rest in 1 ab. Ja. Hallo. Ich finde das nicht mehr lustig. Können wir noch Geiles gebrauchen? Gibt auch geilen Kram hier, ne? Torben, wir brauchen noch Rasensaat. Gibt's doch nicht. Was willst du damit? Ich wollte noch Rasensaat. Ein paar Tülpchen bei Udo im Strafraum pflanzen. Zierlauch. Kann ich aussprechen. Torben, hast du viel Geld mit? Lass mal so ein geiles Paar Gummistiefel springen, ey. Bitte. So fühle ich mich auch, wenn ich die Udo und Wilke Videos schneide. Kann man sich eigentlich genauso vorstellen. Hier müssen wir auch mal wieder aufmachen. Was ist das denn? Wieso liegt denn hier Pudding? Das kommt noch vom Festival alles hier. €199,12. Wir wollen nämlich schon mal anfangen, ein bisschen was fertig zu machen. Zum Beispiel die Strafräume etc. Kleine Flächen, da muss ja die Firma später nicht bei. Also heißt wieder Eigeneinsatz, ne? Ja. Einstecken Wilfried geben. Ja. Der bescheuerte Regenturm, aber wir sind ja nicht aus Zucker. Doch, Zucker süß. Wilhelm, was los? Müde. Wo war dir? Riesen Fließwand. Also kannst du dir vorstellen, unfassbar groß. Und der Typ nur am Ziehen. Wir haben so viel Fließ gekauft, da kannst du den ganzen Fußballplatz mit abdecken. Okay. Liebe Leute, Udo hat wieder gute Laune. Zu den ganzen Vorkommnissen. Wir haben das Video wieder rausgenommen. Warum? Weil es Leute da draußen sind, die den Schiedsrichter wieder privat angeschrieben haben. Und das heißen wir einfach nicht gut. Es war auch ein Riesenfehler von uns, das so Republik zu machen. Aber Fehler macht jeder in seinem Leben. Ich war da richtig wütend. Wilke war enttäuscht. Und darum haben wir einfach nicht mehr zweimal überlegt, sondern gleich reingeknallt. Und in aller Form tue ich mich hier öffentlich bei den Schiedsrichter entschuldigen. Und sowas wird nie wieder vorkommen. Ich werde vorher zweimal überlegen, was ich da sage. Und es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid. Wir vom Verein haben auch ganz große Fehler gemacht. Und da nehme ich mich auch nicht raus, sondern allgemein haben wir den Riesenfehler gemacht, dass wir überhaupt das Spiel hier stattfinden lassen haben. Und ich hätte einfach ein Schild aufstellen müssen, dann wäre jetzt alles gut gewesen. Aber jetzt ist der Platz hinüber und wir gehen mit frohem Mute wieder dabei und werden das alles wieder herrichten, dass unsere Jugendmannschaft, unsere Herrenmannschaft, unsere Damenmannschaft hier wieder vernünftig trainieren können. Menschen machen Fehler, Udo hat heute auch Fehler gemacht und kommt wieder nicht vor. Wir haben einen Plan und das beginnt erstmal, dass wir den Fußballplatz absperren. Tom, seh jetzt zu, dass das Flatterband hierher kommt und dann fangen wir an, bevor der Regen wieder kommt. An manchen Ecken ist die Qualität gut. Hier fangen wir an abzusperren, dass die Jugend hier trainieren kann. Guckt euch den Rasen hier an, hier ist 1A Udo-Qualität und nicht nur Udo, sondern das ganze Team. Ich bin immer wieder in mir wieder verliebt. Nee, das ganze Team arbeitet hier. Hier ist auch nur 1A Udo-Qualität, ein bisschen. Und das machen wir auch noch eben fertig. So, hier ist nicht mehr 1A Udo-Qualität. Hier werden wir das komplett sperren, abtrocknen lassen und das können wir dann danach bearbeiten. So, Turm, ab den 16er bis zum anderen 16er gehen wir frei. Hier können Sie trainieren und hinten in der Ecke ist auch noch gut. Da werden wir auch einen Teil absperren. So, da kann die Jugend hier vernünftig noch trainieren. Ja, weil die brauchen ja nicht viel Freiraum. Ich schätze mal, da können sie vernünftig trainieren. Also machen wir von da bis da. Und von da hinten auch noch eine Ecke. Und hier müssen wir morgen noch ein paar Löcher stopfen, dass 1A Udo-Qualität wieder wird. 500 Meter Absperrband. Da strahlt Udos Abwehrherz. Was? Ja, das Sperrband. Das Sperrband strahlt gleich. Wir tun uns nicht anschreien mehr. Wir sind ganz vernünftig. Wir gehen mit der Kamera weg. Ich muss da lang jetzt. Jetzt geht er weg! Hey, lauf da rückwärts mit! Ja, du läufst Wir machen da eine dynamische vorne. Ja,
dynamisch, nicht? Bin ich, wenn ich wieder auf 180 bin. Ich will aber nicht dynamisch werden. Geh da einfach weg, sonst ramm ich dir das... Nee, ich tu dir gar nichts weh. Weil ja, Gewalt ist keine Lösung, heißt das ja immer wieder. Also gehst du bitte zur Seite. Jetzt kommt noch ein Trick von Udo. Udo ist ja nicht blöd. Durchstechen und dann tut man das so mit der Rolle rollen. Robin, ich brauch Stecker. Von Ja sagen ist mir auch noch nicht sagt worden. Hey, ist doch wahr. Wiffi, wenn du noch einmal furzen tust, wenn du hier vorbeiläufst, dann tun wir das mal in den Videos setzen und dann kannst du dich totschämen. Kann man besser. Ja, kann man besser. Ich zieh den bis zum Zaun, dass sie hier nicht langlaufen. Ja, und fragst mich auch noch, ziehst du da rüber? Wann flexen wir den scheiß Zauner nicht ab? Ja, wenn sobald wir... Dann müssen wir wegflexen, Alter. Ja, das kommt alles weg. Wollen wir das wegflexen? Ja, jetzt, wa? Und dann, nee, aber das flexen wir wirklich mal weg. Das ja, ist geil. Da kommt ein neuer Zaun hin. Dann macht die ganzen Bälle kaputt. Können wir die wegflexen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Muffi, guck dir, was ich besorgt habe. Heringe, bis der Arzt kommt, du. Die nehmen wir dann für das Vlies. Guck mal, womit, mit Heringen oder was? Jetzt hast du wieder andere Heringe mitgebracht. Was ist der Unterschied? Der grüne Hering, der dabei war, der hatte oben zwei Haken. Ja. Und da wird das eingehakt, dass du eine Luftpolsterung dazwischen hast, dass das Gras vernünftig keimen kann. Jetzt haben wir aber die. Ja, hast wieder verkehrt eingekauft. Du musst mindestens... Nicht eingekauft, haben wir vom Bene, das hat Franco uns gesponsert. Ausgeliehen, würde ich sagen. Ja, die weißt du, was das für Dinger sind? Die müssen wir zurückgeben. Nee, das sind Schweißelektronen. Nee. Das sind für Mauerwerk, für den Maurer, wenn er Isolierung dran macht. Damit können wir doch trotzdem die Fliesen im Boden reinjagen. Ja, natürlich kann man das. Und Popel mit rausholen. Guck mal, lass mal los. Das ist extra ein Popelhaken. Ja, ja, ich popel dir auch gleich einen Haken. Sagst du Dankeschön, Benes, ja, ja. Und läuft. Dankeschön, Benes, für die Tüte. Am 30.09. ist das große Flutlichteröffnungsspiel auf dem Hauptplatz. Warum ist das Flutlichteröffnungsspiel? Weil wir eine neue Flutlichtanlage haben. Ah. Und die wird am 27. eingestellt und am 30. machen wir das große Eröffnungsspiel. Das Ligaspiel findet um 19.30 Uhr statt. Eintritt 2,50 Euro. Karteninhaber. Dauerkarteninhaber. Ja, Dauerkarteninhaber haben freien Eintritt natürlich. Boah, was haben sie ja nicht. Sie haben die Dauerkarte ja bezahlt. Ja, dann haben die an den Tag aber freien Antritt. Nee, haben die Karte ja trotzdem bezahlt. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr kommt.